bist doch eh allein. Ja, man hält sich trotzdem die Hand vom Mund, ne? Na, wenn Leute einem zuschauen. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Ja, danke der Nachfrage. Wie fühlst du dich? Gut geschlafen? Was man dagegen tun kann? Nicht wirklich was. Kannst dich während der Niesattacke konzentrieren, trocken schlucken, dann wird's manchmal besser. Aber auch nicht immer. Was willst du mit diesen Papieren anfangen? Ich führe die wichtige Arbeit eines Mannes fort, die durch seinen tragischen Tod auf Eis gelegt wurde. Alexander hat die Katriona-Krankheit erforscht. Und die Jokes, die sind alle okay, Chat. Mit seinen Notizen kann ich Arznei herstellen. Vielleicht ein Heilmittel oder einen Impfstoff. Wie gesagt, das schränkt mich nicht ein. Ich habe halt manchmal eine kleine Dienstattacke. Motive, wie? Nein, ganz eigennützige. Aber da das so selten ist, juckt es eigentlich auch nicht, ne? Deshalb könnt ihr ruhig ein paar Jokes machen. Die Mächtigen werden für solch ein Heilmittel bereitwillig zahlen. Und weißt du, wie viel? Wie Reste, Radovic 2 Euro. Zum Beispiel. Vielleicht wird er mir sogar meine frühere Verbindung zur Loge vergeben. Passt, mehr Nisa als ApoRed Schulden. Fühl ich, feier ich. Der Typ war doch geisteskrank, oder Chat? Dieser Radovid? Entweder bist du nur unglaublich naiv, oder du willst mich wieder verarschen. Was meinst du damit? Radovid hat nur ein Ziel, Emir zu vernichten. Die Katriona-Krankheit zu heilen, wird ihm nicht helfen. Also werden du und deine Notizen entweder als Brennholz auf dem Scheiterhaufen landen oder er wird dich zwingen, daraus eine Waffe zu bauen. Ja, das war ein Psychopath, ne? Red keinen Unsinn. Bakterien kann man nicht kontrollieren. Oh, doch. Noch nicht. Aber theoretisch ist das möglich, oder? Theoretisch kann ein Dackel auch eine Wölfin schwängern. Gerecht, ich habe keine Zeit, darüber zu diskutieren. Ich werde Radovid suchen, ob es dir nun gefällt oder nicht. Oh Mann, huch! Digga, ja, ich musste kurz alles ausmachen, damit ihr die auch wirklich seht, diese Antwort. Ich verliere meinen Verstand. Kera, ich werde das nicht zulassen. Tausende leben im Gegenzug für deine Begnadigung. Das ist vielleicht ein fairer Preis für dich, aber nicht für mich. Ich werde dir diese Notizen nicht geben. Ich gebe dir rein gar nichts. Bitte, zwing mich nicht. Halt's Maul und zieh dein Schwert. Hä, war das die falsche Antwort? Das wirst du bereuen. Digga! Das war die falsche Antwort. Tatsächlich. Ich wusste nicht, dass man da schon die dritte Antwort geben muss. Na gut. Wenn ich das lade, ist es dann der Anfang des Kampfes? Auf der Suche nach der Hexe, mit der Ziele in Konflikt geraten war, stieß Geralt auf eine alte Freundin, Keira Metz. Die Zauberin erzählte dem Hexer von einem maskierten Magier mit einem Versteck, an dem Ciri sich angeblich verborgen gehalten hatte. Der Hexer machte sich mit Keira auf den Weg. Ciri hatte den Elfenmagier nicht erreicht, im Gegensatz zur wilden Jagd. Die Geisterkavalkade war Geralt einen Schritt voraus, so schien es jedenfalls. Der Hexer war nahe daran, die Hoffnung aufzugeben, bis Keira ihn auf die Spur der Mumen vom Buckelsumpf ansetzte. Muss man die zweite wählen? Ich hatte irgendwie die dritte im Kopf. Das wirst du bereuen. Okay, das ist auch falsch. Na, so schnell. Da muss ich den laden. So schnell macht auf man der Suche nach der Hexe mit der Ziele im Konflikt. Rittersporn, geh uns nicht auf die Eier. Sound aus. Kann ich überspringen? Nee, geht immer noch nicht. Doch, ich kann Start drücken, dann skippe ich das. Und deshalb gibt es in dem Spiel so viele verpassbare Trophäen, Chat. Sie braucht man später. Sie ist eine Verbündete und es gibt eine Trophäe für alle Verbündeten. Rekrutieren quasi oder halt um sich scharen für den Endfight ganz am Ende des Spiels. Und da braucht man sie. Ja, danke der Nachfrage. Wie? Was? Ich. Alexander. Nein, die Mächte. Jetzt die? Radovid vergisst und vergibt nichts. Besonders wenn es um Zauberinnen geht. Für mich wird er eine Ausnahme machen. Er muss.
Ich habe etwas, das er will. Bitte, das glaubst du doch nicht ernsthaft. Und du glaubst, dass dich Yennefer irgendwann nicht mehr wie einen Köter an der Leine behandelt. Huch. Dass ich nicht lache. Ich gehe zu Radovid und berichte ihm von diesen Forschungsarbeiten. Ob du es nun willst oder nicht. Aha, danke, Chat. Na, ist ein bisschen her, ne? Ist ja auch bei mir 4 Jahre her, dass ich das Spiel gespielt habe. Ich wusste jetzt logischerweise nicht mehr alle Antworten. Ich habe es jetzt erstmal ohne Guide versucht. Die Antwort ist es. Das ist Selbstmord. Dann bleibt sie bei uns. Das ist Selbstmord. Sie werden dich an einen Pfahl binden und verbrennen, um die Moral des Volkes zu heben und es zu unterhalten. Halt für einen Moment den Mund und sieh mich an. Siehst du das? Bettwanzen, Geralt. Scheiß Bettwanzen. Ich, Keira Metz, Beraterin von König Foltist und Mitglied der Loge der Zauberinnen, habe Bettwanzen. Glaub, was du willst, aber ich werde keinen Tag länger in diesem elenden Sumpf bleiben. Nicht einen Tag! Ich werde den Ponta überqueren und deshalb werden mich Radovids Männer sowieso finden. Verstehst du? Ich habe keine Wahl. Ich muss verhandeln. Das wäre auch dann... Genau. So war's. Diese anderen Antworten, da führen von 3... 2 dazu, dass sie gegen uns kämpft. Und eine führt uns hierhin. Mit der Antwort geht sie. Aber sie bekämpft uns nicht. Und hier bleibt sie unsere Verbündete. Ich weiß was Besseres. Geh nach Kaer Morhen hin. Du glaubst, dass ich dort in Sicherheit bin? Ja, solange du Lambert nicht sauer machst. Emir, Radovid, die können dich dort beide nicht kriegen. Luxus gibt es da keinen, aber immerhin saubere Laken. Das ist ganz schön weit. Tief hinter der Frontlinie. Aber wenn ich im Wald bleibe, bis ich das Kestrel-Gebirge erreicht habe, müsste ich unbemerkt durchkommen. Also gut. Ich kann dir wohl nichts abschlagen, Hübscher. Du weißt, was Frauen wollen und wie sie denken. Chat, ist das irgendwie wichtig? Können wir die Notizen gebrauchen? Das spielt keine Rolle. Gar nichts? Die ist locker 38. Ich glaube, Magierinnen können sich auch mit Magie verjüngen. Also die könnte auch 100 oder älter sein. Aber wir sind ja selber auch fast 100. Ich nehme mal die. Ja, schon. Aber bevor ich gehe, musst du mir diese Notizen geben. Schon gut, nimm sie schon. Leb wohl, Geralt. Oder besser gesagt, bis bald. Bis bald. Krass, wie schnell die Quest gerade eskaliert ist. Noch ein Achi. Freunde mit gewissen Vorzügen. Und das war eine Nebenquest. Das alles, Chat. Eine Nebenquest. Krass, oder? Dieses Spiel ist... Liebe. Liebe, Liebe, Liebe. Wie fandet ihr den Nebenquesterino, Chatterino, Schmackerino? Ich fand die sehr gut. Und das ist noch eine der weniger guten. Da kommen noch solche Banger-Quests. I'm in love with the Coco. Wie lang war das? Wie lange haben wir jetzt für die Quest gebraucht, Chat? Wir haben vorhin so eine Stunde gebraucht für den Tunnel. Ja, wir haben jetzt ungefähr 3 Stunden gebraucht. Ja, okay, ich habe auch hier und da ein Fragezeichen noch gemacht. Hier und da bin ich weggestorben, aber ja. Wunderschön. Ja, speichern, mimeichern. Entspannt euch, Chat. Findest mit die coolste? Ja. Was sagt ihr? Einmal eine Nebenquest noch einstreuen, Chat, so reinwerfen zwischendrin. Bam, 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 bam. Touchpad Vision für Karte Mimate. Oh. Zack. Oh, also die Niesattacke, die hat mir fast wieder die Ehre genommen. Was passiert, wenn man sie bekämpft? Na, dann tötet man sie.
Weil wenn du dich töten lässt, ist das Spiel over. Hier ist etwas. Ich muss das Auge benutzen. Oh. Oh. Oh, what the fuck? Was? Wer wagt es, meine Heiligkeit zu stören? Geralt von Riva, ist mir ein Vergnügen. Wer zum Kuckuck bist du, bitteschön? Die Leute hier nennen mich Allgott. Mir würde der eine oder andere Name einfallen, der passender wäre. Jetzt hör mal her, Hexer. Hast du keine anderen Pflichten und Missionen? Der Sumpf ist gefährlich. Hier gibt es echte Monster. Kümmere dich um die. Ich tue keinem was. Leb wohl. Das Geile ist, würde ich irgendwas machen, was eine Trophäe joken würde, würde der Twitch-Chat das sowieso sagen. Deshalb, ich brauche eigentlich fast keinen Guide. Ich habe mir aber trotzdem hier und da eine Notiz geschrieben. Weil die Gwent-Karten ist schon... Da kann man einiges falsch machen. Ob es schlimm ist, wenn man nicht alle Trophäen bekommt? Also manche spielen halt einfach Games, das Game einfach nur durch, ne? Ich möchte das Game halt auf 100% haben. Also alle Trophäen, alle DLC-Trophäen. Was macht ihr hier? Trevor. Hey, bist du gerade vom Baum gestiegen? Wir opfern dem Allgott, das sieht man doch. Boah, an die Quest kann ich mir irgendwie auch noch erinnern. Den kenne ich, sogar persönlich. Das ist doch nicht wahr, oder? Du hast ihn mit eigenen Augen gesehen? Was stimmt denn nicht mit euren Opfergaben? Verspotte uns nicht. Natürlich haben wir nur armselige Gaben gebracht. Vor dem Krieg hätte ich die nicht einmal meinem Hund gegeben. Aber was sollen wir machen? So sind die Zeiten. Und sie werden noch schlimmer. Der Allgott hat gesagt, wenn er nicht mindestens einen Schinkenschlegel und ein Fass Bier kriegt, füllen die Flüsse sich mit Fröschen und die Ernte wird von Heischrecken oder so gefressen. Heischrecken. Könnte man mit diesen Ich könnte reden. Mich bei eurem Allgott mal für euch verwenden. Könnte sein, dass wir uns einigen können. Ah, jetzt muss ich mit dem Breda unten reden, ha? Echt? Schmecken Frösche wie Hähnchen? Reifen absolut. Allgott. Was? Wer wagt es, meine Heiligkeit zu stören? Ich habe einen Einfall. Ich bring dich um. Gib dich mit dem zufrieden, was du kriegst, oder stirb. Sitzt du schon lange in diesem Loch? Seit einem Jahrhundert vielleicht. Eines Winters habe ich hier Zuflucht gesucht. Messias, und ich gebe dir angezündet so groß, halbe Stunde Timeout, weil du einfach wieder zu doof bist, den Twitch-Titel und die zu lesen. Büsche oben in Brand gesetzt haben. Ich musste husten. Und plötzlich hörte ich einen Bauern. Eine Stimme aus dem Nichts. Ein Wunder. So wurde ich ein Gott. Eher ein Parasit. Vielleicht auch das. Aber was sind dann Freya und Melitele? Wollen Gebete und Opfergaben, geben aber nichts zurück. Ich rede immerhin. Wollen wir den umlegen, Chat? Der Ausgang ist vermutlich egal, oder? Chat ist sich uneinig. Der Bre tut keinem was. Naja, der tut arme Bauern ausnehmen und tut einen auf Gott machen. Aber eigentlich ist er ein Parasit. Okay, Chat will 2.
Jetzt hör mal zu, Speckarsch. Du gibst dich mit dem zufrieden, was stimmt, du kriegst, sonst werf ich dich den Rahmen vor. Hexer töten nur Bedrohungen. Ihr habt recht, wir sind keine Richter. Reformer. Kein Richter und Henker. Na habt schön. Recht, Chat. Ich speise bescheidener. Aber nur bis Kriegsende. Keinen Tag Twitch, länger. Chat, weise. Oh, ein 20er? Lächerlich. Lächerlich. Gibt's was Neues? Die Dialoge sind geil. Ich habe mit eurem Allgott gesprochen. Persönlich. Und wird er sich unser erbarmen? Wird er. Er hat versprochen, mit allem zufrieden zu sein, was ihr bringt. Ich hab's doch gesagt. Der Allgott ist gnädig und verständig. Danke, Hexer. Tun wir ihn jetzt spoilern? Ja. Oh, eins noch. Wusstet ihr, dass unter diesem Hügel eine Gruft liegt? Ihr könnt sie ja mal ansehen. Faszinierende Architektur. Ja, eine kleine, leckere Nebenquest. Das war tatsächlich... Oh, 50 Kronen noch. Das war tatsächlich mal eine ganz kleine, aber feine Nebenquest. Alter, wie viele Fragezeichen da sind. Huch. Oh Gott, hier gibt es ja noch so viele Fragezeichen. Ach, du heilige Makrele. Du ahnst es nicht. Oh mein Gott. Huch. Wir haben gefühlt noch gar nichts geschafft auf der Map. Was ich jetzt fühlen würde, wäre, einen Händler, mit dem wir... Oh, man kann nicht mal über einen so einen kleinen Stein drüber laufen. Jetzt klebt der Scheiß wieder im Baum. Es ist unerträglich. Oh! Ah! So nervig, Chat. Zeit zu sterben. Bärenbrummer wäre geil mal. Brauchen Bärenfett. Ich glaube, die Bärenfelle sind auch einiges wert. Ich dachte, sie hängt wieder am Baum. Ich wäre komplett durchgedreht. Komplett eskaliert wäre ich, wenn ich jetzt wieder an den Baum geglitscht hätte. Warum wirst du langsamer? Da ist nichts. Bruder, steck doch das Schwert mal weg. Keine Zeit. Lass mich in Ruhe. Echt, hat man mit dem Spoiler die beiden Bauern getötet? Gehen die dann runter und werden umgelegt? Dann ist da die, oder? Sterben die, weil die da runtergehen und den wahrscheinlich entdecken, ne? Und dadurch sterben, nehme ich mal an. Oh!
so unterlevelt. Es ist echt wild. Jeder Gegner ist einfach so stark. Das schauen wir uns mal an. Wir meditieren jetzt mal einen Tag, ob die dann da unten tot liegen. Du bist einfach lost. Deine Hurenmutter ist im Puff lost, Digga. Deshalb bringt sie auch keinen Input. Ah, jetzt tun die da rum. Ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Guten Tag. Guten Tag. Noch ein Tag. Main Quest gibt gut EP. Ja, aber Main Quests dauern auch ein bisschen, Bruder. Nach, ne? Rätseln. Okay. Dann machen wir uns hier eine Markierung hin, Chat. Ausrufezeichen, dass wir hier nochmal hin sollen, okay? Hexeraufträge. Ja, wir müssten, zeig mal, Hexeraufträge. Level 6, Stufe 10. Hanna aus den Wäldern. Wir müssen halt mindestens zwei Aufträge müssen wir uns aufheben, bis wir sehr hoch gelevelt sind für eine Trophäe. Es gibt nämlich eine Trophäe, dass man zwei Hexeraufträge erledigt, ohne Glyphen zu benutzen, Öle, Tränke. Also nichts benutzen außer sein Schwert. Das geht logischerweise auf Todesmarsch nur, wenn man überlevelt ist. Deshalb werde ich wahrscheinlich den Level 6er und den Level 10er mir dafür aufheben. Das machen wir dann, wenn wir so Level 20 sind oder so. Das ist tatsächlich eine der schwereren Trophäen. Wenn man die direkt erledigt, ist das super. Donner konsumieren für mehr Nahkampfschaden. Das macht richtig viel aus. Wisst ihr, wie viel mehr Nahkampfschaden der Donner gibt, Chat? Der Donner, Stufe 1. Ich freue mich auch so heftig auf die höheren Tränke später. Wahrscheinlich so 20% bestimmt, oder? Nice. 30%? Also es fühlt sich auf jeden Fall strong an. Man merkt ein Ghoul-Nest. Ich muss es zerstören. Man merkt den Boost. Man muss einfach die Tränke benutzen. Und deshalb, Chat, spielt das Spiel auch mindestens auf Blut, Schweiß und Tränen oder sogar auf Todesmarsch. Weil dann lohnt es sich auch, die Tränke zu benutzen und alles. Und die Öle etc. Jetzt kommen die Menschen zurück. Boah, vielleicht ist da ein NPC mit einer Runde Gwenty. Beim ersten Mal zocken, Tipps. Ja, setz dich mit der Alchemie so früh wie möglich auseinander. Das ist sehr wichtig. Oh, das hat gut EP gegeben. Und, lass mich überlegen. Im ersten Gebiet, Weißgarten heißt das, mach da alle Fragezeichen. Da sind ein paar Monsternester, da kriegst du gut EP rein, also ein bisschen EP rein. Und du findest ganz viele Orte der Macht und das gibt dir gut Fähigkeitspunkte. Ganz nice am Anfang. Ah, sei den NPC grüßt. Kennen wir doch schon, das Modell. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Leider kein Gwent. Wir können ein bisschen was verkaufen. Machen wir wieder ein bisschen Cash.
Wir haben noch eine. Wir haben noch gute Handschuhe gefunden. Kann man das einfach verkaufen? Meinte sie nicht vorhin, dass es voll selten war? Warum gibt das Ding nur 18? Leb wohl. Hä, wo ist er hin? Ich speichere wieder, Chat. Also das Game, Chatterino, ist das beste Spiel, was ihr so spielen könnt, ja. Aber ihr müsst halt das auch mögen, ne? Das Questen. Und tatsächlich ist es auch ein gutes Spiel, um mal reinzuschnuppern in das Roleplay-Genre. Weil das ist nicht so unglaublich komplex und umfangreich wie ein Oblivion oder Skyrim. Weil man ist halt eine vorgefertigte Klasse, ne? Der Hexer. Und das ist schon komplex genug. Habe ich das Nest nicht gelootet? Gut, dass ich euch im Chat habe. Hast recht, du hast recht. Lauf, Blätze. Schnell hin zum Loot. Wenn ich den Twitch-Chat nicht hätte. Chat, ihr seid manchmal wie ein Cheatcode. Liebe. Nicht weinen. Okay, war jetzt nichts Krasses. Wenn man ein Item im Nest lässt, kann man es immer wieder looten. Ist das so ein kleiner Exploit? Fragezeichen. Ob ich Gwent feier? Mega. Macht ultra Laune. Gerade wenn man auf Platin spielt, dann macht das so Laune, die ganzen Karten zu sammeln. Macht das richtig komplex und auch schwer, weil man da echt viel beachten muss. Viel missen kann, aber es macht umso mehr Laune. Das Kartenspiel ist ultra geil. Ah ja, die Handschuhe. Guter Call. Sechs Armor mehr. Und wir sind auch Richtung Stufe 7 unterwegs. Oh Gott. Gabelschwanz. Der nimmt uns doch hops. Nee, das machen wir nicht. Solche traue ich mir zu. Oh nein. Solche traue ich mir zu, sobald ich. Run! Plötze! Du Verräterin! Sowas traue ich mir zu, sobald ich die ganzen Tränke habe für 25% mehr Schaden. Sehr viel Damage. Ah, er gibt mir. Das knabbert mich an. Unmachbar war. Ich bin einfach noch so weak. Ich hätte einfach Hauptstory ballern müssen. Das ist alles später so viel mehr machbar. Der hat nach mir geschnappt. Ja, machbar, Chat. Schon machbar. Oh nein!
Kennt ihr den hier, Chat? Den laufenden Boss. Kennt ihr den, oder? Warum da irgendwie rumbetteln? Einfach den Pepo Run machen und später wiederkommen mit bisschen mehr Stuff. Allgott? Schneller. Schauen wir nachher nochmal vorbei. Ich glaube, da muss noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Vielleicht ein, zwei Quests erledigen, bis da was passiert. Boah, der Sonnenuntergang. Wunderschön, Chat. Chat, bei der wunderschönen Aussicht wird es, glaube ich, Zeit, dass ich es euch endlich sage. Ich bin verliebt in euch. Ich will mit euch gehen. Seid mein für immer. Los, los. Los, los. Oh, voll die Süßis im Chat. Jetzt krieg ich wieder Hunger, Mimunger. Langsam, langsam. Och nein, nicht der! An den Idioten kann ich mich noch erinnern. Halt, zum Zweikampf. Ich fordere dich heraus. Sind dir vielleicht die Stiefel zu groß? Vorsicht, nicht stolpern. Kennt ihr den noch, Chat? Halt, sag ich. Ich bin Ronwied vom Sümpfle. Gebunden durch einen heiligen Eid. Oh, das ist hart. Mein Beileid. Der Jungfer Heidelbeer Ehre zu erweisen, der schönsten aller mir bekannten Jungfern, indem ich 100 Ritter im Duell besiege. Nun aber spornstreichs gezogen. Nach dir kommen noch 99 weitere. Der kommt doch nicht mal an uns vorbei. Warum forderst du mich heraus? Ich kann mich nicht erinnern, die Jungfer Heidelbeer beleidigt zu haben. Der macht dich nackig aus, Todesmarsch. Dann schwöre, dass die Jungfer Heidelbeer die schönste von allen ist. Wahrscheinlich Hauptaccount von ihm. Ich hab sie doch noch nie gesehen. Aha! Diese Verachtung kann nur mit deinem Blut abgewaschen werden, Unhold. Auf zum Zweikampf! Verlieren wir die Nerven. Zwei. Drei. Schon gut. Och, das war's schon. Ich wollte die Trophäe machen mit perfekten Parries. Reicht's jetzt? Nuttensohn. Ja, das Glück war dir treu. Aber nächstes Mal. Fordere mich nochmal heraus. Heb die Hand, zieh das Schwert, sieh mich schief an und ich töte dich. Bist du da so sicher? Ja. Abwarten. Ganz schön frech, der Bree. Ja, den trifft man immer wieder, Chat, und dann will er wieder ein Battle und wieder. Muss man für die Trophy nicht angreifen. Einfach 10-mal nur perfekt parieren. Ja, mach ich mal beim nächsten menschlichen Gegner. Die läuft auch nicht weg, die Trophy. Die kann man zur Not auch einfach nochmal im Tutorial machen. Ach, hier sind wir jetzt. Ja, schau mal einer an. Oh, diese Borg. Diese Borg. Da steckt die Kinderhand des Schneier des Barons abgeschlachtet. Ah. Hier laufen jetzt die Bauern von einem weg, weil wir die Männer vom Baron abgeschlachtet haben. Da mögen die uns nicht so sehr, ha? Erstmal den Bauern die Gänse wegfackeln und looten. Ei. Alles viel. Ich weiß gar nicht, ob die einen später wieder mögen. Die Voices nicht so blöd. Alles mitnehmen. Gute Nacht! Reihe bilden! Schon mal gegen einen Hexer gekämpft? Wenn man die Männer vom Baron nicht angegriffen hätte, dann würde man jetzt hier auch wahrscheinlich nicht feindlich attackiert werden.
alles viel. Her damit. Geh vor! Lass uns, bitte! Die Questline, die jetzt kommt, Chat, ist richtig gut. Ist der Baron zu Hause? Geht dich nichts an. Ich muss ihn sprechen. Öffnet das Tor. Niemals. Wir haben gehört, was am Scheideweg passiert ist. So einen lassen wir hier nicht rein. Ich muss einen anderen Weg finden. Ich sollte mich unter den Dörflern umsehen. Vielleicht hat ja einer den Mumm, mir zu helfen. Das ist voll interessant, Chat. Bei meinem ersten Mal durchspielen bin ich hier einfach so reingegangen. Was sagt man dazu? Nur ein müder alter Mann rennt nicht voller Furcht weg. Wenn voll interessant. Geil. Grüß dich. Grüße zurück. Die anderen Dorfbewohner sind abgehauen, als sie mich sahen. Nur du nicht. Ich bin zu alt zum Rennen. Was könntest du mir auch anhaben? Mich töten? Mach ruhig. Ich lebe eh nicht mehr lange. Mir das Fell abziehen geht nicht. Meine Haut ist zu spröde. Lebst du schon lange hier? Seit meiner Geburt. Müssen jetzt schon über 70 Winter sein. Kennst die Gegend bestimmt ganz gut. Kann man sagen. Hör zu, ich muss in diese Festung. Geheimgang. Gibt es auch einen Weg, der nicht durch das Haupttor führt? Ja, aber nur wenige kennen ihn. Wenn du, sagen wir, einem bescheidenen Mann ein bescheidenes Angebot machen würdest, könnte ich dir den Weg zeigen. Willst du nur an ein paar Münzen kommen oder hilfst du mir aus einem anderen Grund? Was du da am Scheideweg getan hast, deswegen lassen sie dich nicht rein, stimmt's? Der Wirt, der Ehemann meiner Schwester. Komm hier, nimm den. Ich habe auch keine Lust auf einen Streit. Ein Erfahrungspunkt. Vor vielen Jahren, als der alte Herr noch Krähenfels regierte, man braucht für ein Level ab 1000! Der Sohn des Schmieds. Das ganze Dorf hat nach ihm gesucht. Man hat ihn schließlich im Fluss gefunden. Ertrunken. Tragisch. Aber warum sollte mir das weiterhelfen? Einige Tage später fand eine alte Dienerin des Herrn die Mütze des Jungen in der Nähe des Burgbrunnens. Entweder verlor er sie dort, oder er fiel in den Brunnen. Kluger Mann. Wo die Leiche des Jungen gefunden wurde, haben die Dorfbewohner einen Schrein errichtet, nordwestlich von hier. Bestimmt findest du da irgendwo einen Durchgang. Wo genau ist der Schrein? Folge dem Weg, der durch das Dorf führt, bis zur Brücke. Dann gehst du rechts. Und immer geradeaus bis zur Kreuzung. Biege dort wieder rechts ab und folge dem Pfad den Hügel hinauf. Der Schrein steht dort oben. Hinter der Brücke rechts, dann wieder rechts. Das finde ich. Danke. Lass dir die Salami-Sticks schmecken. Dankeschön. Hat der Baron eine verpassbare Gewendkarte? Yes. Könnt ihr euch auch merken, Chatterino, falls ihr das Game of Platin machen wollt. Den roten Baron müsst ihr, sobald ihr könnt, zu einer Party Gwent herausfordern und gewinnen. Also ihr könnt ihn, glaube ich, öfters herausfordern. Aber ihr müsst ihn herausfordern, bevor... Irgendwann kann man mit ihm nicht mehr... Ich glaube, er reist dann mit seinen Leuten weiter und ist dann nicht mehr in seiner Borg. Deshalb müsst ihr ihn... Am besten gleich, sobald es möglich ist, zu einem Battle herausfordern. Kann der auch sterben? Weil sein Angriff falsch läuft, ne? Der versucht doch, glaub, irgendwas einzunehmen oder so, ne? Ich weiß nicht mehr. Das ist ja das Geile, ich weiß auch nicht mehr alles. Der ist aber gut. Ja, der hat auch eine gute Karte. Da freue ich mich. Wieder eine Herausforderung. Hab nie gegen den Dicken gewonnen, echt jetzt? Der Durchgang muss hier irgendwo sein. Ich habe ja ein bisschen Vorarbeit schon geleistet mit ein paar Karten, aber eigentlich, Chat, eigentlich. Ich plötzlich geghostet. Eigentlich, schaut mal. Eigentlich müsste ich überall
wo diese Ausrufezeichen sind, diese Klemmbretter, das sind immer kleine Städte. Da müsste ich eigentlich überall hin, weil da sind überall Händler, mit denen man sich duellieren kann. Eigentlich. Auf welcher Gwent-Schwierigkeit spielst du? Ich muss wohl schwimmen. Ich habe keine eingestellt. Ich weiß gar nicht, ob das in dem Teil geht. Ich habe da auch nichts im Menü gesehen zu. Ich glaube, standardmäßig ist es halt auf normal eingestellt. Das reicht auch. Hallo, ich will tauchen. Ich habe aber im Menü tatsächlich nichts gesehen. Hey, geh rein. Geht das nur im Pause-Menü? Ich habe nur ein Silberschwert ausgerüstet. Warum das? Hä? Wir haben Stahl und ein Silberschwert. Aber wir haben nur ein Schwert auf dem Rücken. Warum? Da war Loot. LOL! Das war einfach ein Bug. Twitch-Chat weise wieder. Weil welches Schwert hätte er dann jetzt bei Menschen gezogen? Fragezeichen. Habe ich die einfach mit dem... Habe ich die mit dem Silberschwert attackiert? Hier stimmt schon wieder irgendwas nicht. Der taucht so komisch. Viereck tauchen, halten, es geht nicht. Unerträglich. Das Spiel hat irgendwie ein Problem gerade. Hä? Warum tauche ich nicht? Hallo? Tauchen, Viereck! Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Lad mich nur rein. Auf der Suche Nein, nach erzähl der Hexe, mir mit der Ciri in Konflikt Nein! geraten war, stieß Geralt auf eine alte Freundin, Keira Metz. Die Zauberin erzählte dem Hexer von einem maskierten Magier mit einem Versteck, an dem Ciri sich angeblich verborgen gehalten hatte. Der Hexer macht... Dankeschön. Wenn es geladen hat, kann man wenigstens skippen. Guck, jetzt geht's. Ich hatte irgendeinen Glitch. Verdammt, Johe. Wo war der Loot-Chat? Habt ihr gelogen? Flunkernder Chat? Wo ist der Loot-Chat? Was macht der, ey? Ich komme da nicht durch, oder? Das Spiel will nicht, dass man da durchkommt. Am Anfang hat links eine Kiste geleuchtet. Meint ihr die hinter der Wand? Er taucht so langsam. Aber unter Wasser sieht echt schön aus. Ja, Chat, hier und da mal ein Bug ist ja nicht so wild. Wie gesagt, der gute alte Trick 17 einfach neu reinladen ins Spiel, dann geht alles wieder. Wir kommen da schon rein. Voll gut. Zack. Boah, der Sonnenuntergang war gerade echt schön. Dann ein bisschen mit dem Twitch-Chat geflirtet, memertet. Feels good, man. Oh yes. Monsterleber. Wir fragen uns alle, wann gibt es das erste rote Mutagen? Verbessertes Konstruktöl. Alkoholchest, auch lecker. Ich liebe das Looten-Chat und ich liebe das Game und ich liebe die Zuschauer. Oh, verbessertes Wolfsilberschwert. Einfach in irgendeiner Höhle. Ein Plan, Miman. Abtauchen in die Olga. Was haben wir denn hier Schönes? Guck mal, oh, was gibt's denn hier alles? Oh. Mondstaub. Ich glaube, oh, das ist eine Bombe. Bombenstimmung, Granatenwetter.
tanzender Stern, verbesserter tanzender Stern. Schema Assassinenhandschuhe. Wilde Nummer. Zeig mal her. Alchemie. Oh. Bomben. Mondstaub. Verbesserter tanzender Stern. Oh, das können wir uns sogar craften. Nostrix. Hatte das Kyra Metz? Steht die eigentlich noch als Händlerin zur Verfügung jetzt, Chat, oder ist die weg? Sieben Sekunden, 100er Brandticks. Ist die jetzt weg? Scheiße. Haben wir da ausgerüstet? Haben wir schon. Wenn wir jetzt noch zwei von den kleinen hätten, können wir uns ein großes craften. Absude. Was können wir uns denn schönes craften? Greifenabsud. Erlittener Schaden erhöht für die restliche Kampfdauer die Schadenresistenz, bis eine Obergrenze erreicht ist. Craften wir uns das beides mal. Oh, dieses Geräusch, wenn man was craftet, zu geil. Also wir, entweder finden wir das irgendwo als Pflanze, random, oder wir brauchen einen Druiden oder irgendeinen Händler. Ich kann mich auch noch erinnern, es gibt irgendwo gibt es eine Händlerin, die verkauft nur Blumen. Irgend so eine Art Blumenhändlerin. Hm. Zieh dich hoch. So, Chat, ich weise auch nochmal darauf hin, wenn ihr hier unterhalten werdet, dann lasst gerne einen kostenlosen Follow da. Für die neuen Viewer kriegt ihr auch 5 kostenlose Follow-Emotes. Könnt im Twitch-Chat schreiben. Fühlt euch sehr gerne herzlich dazu eingeladen. Vielleicht ist ja euer Prime-Sub ready, wenn ihr den Twitch mehr kostenfrei supporten wollt. Und wer das Let's Play feiert, kann das Ganze von A bis Z durchglotzen auf YouTube. Sogar in besserer Qualität als im Stream. Weil ich nehme das beide nebenbei noch auf in richtig guter Quali. Mein Cutter schallert das hoch. Sind schon 3 Parts online auf YouTube. Von daher schaut euch da gerne den Lachs auch mal an, wenn ihr wollt, wenn ihr Lust habt. Grüße gehen raus. Weil gerade der Anfang ist richtig schön in dem Spiel. In Vysima, das waren Bälle. Anni und ich haben einige mitgemacht. Hey, danke für die 5. Und uns drehten. Und danke für die 300 Bits, Aperio. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Genug. Egal, wie du es anstellst. Die Lieferungen müssen wöchentlich erfolgen. Bleibt dir nicht zum Tee? Nein. Du hast noch einen anderen Gast. Danke für die ganzen Subs und Resubs. Danke, Chat. Danke, danke. Ah, unser Verfechter der Unterdrückten. Sei gegrüßt. Der Ruf eilt mir voraus. Das stimmt. Als ich vom Gemetzel meiner Männer hörte, hoffte ich, dass sie dich fangen und hängen. Oder zumindest auspeitschen. Aber dann dachte ich mir, die Halsabschneider hat er alleine in die Tasche gesteckt. So ein zäher Kerl könnte nützlich sein. Ich bin kein Auftragsschläger. Ich weiß, wer du bist. Aber da du nach deinem Blutbad hier auftauchst, nehme ich an, dass du etwas Wichtiges zu erzählen hast. Ja. Mhm. Dann rede. Eins noch.
Du machst diesmal besser keinen Ärger. Denk daran, ich habe noch nicht über dich entschieden. Hm. Das mache ich nach unserem Gespräch. Der Baron ist echt ein geil geschriebener Charakter, habt ihr recht, Chat. Die Questline rund um ihn hat mich damals so überrascht und gecatcht. So, wo ist der verdammte Wodka? Ah, da ist er ja. Ein Schlückchen? Warum nicht? Ganz nach meinem Geschmack. Nach Volltests Tod und Nathalies Verschwinden. Verdammt, auf welche anständigen Temeria kann man heute noch trinken? Trinken wir auf uns. Volltest ist tot, Chat? Warum nicht? In dem Kartenspiel, was ich gespielt habe, war Volltest noch am Leben. Der war eine geile Karte. Nun zur Sache. Ich bin Philipp Strenger. Doch in den Dörfern hier nennt man mich den blutigen Baron. Geralt von Riva. In den Dörfern nennen sie mich den Schlechter von Blaviken. Ich sagte doch schon, ich weiß, wer du bist. Das ist auch der einzige Grund für unser Gespräch. Gefällt es dir in Velen? Das ist so eine gute Story, Chat. Ich hoffe, ihr seid alle noch wach und munter. Die ist Hammer. Jetzt kommt zum Punkt, Jalla. Ich bin nicht gekommen, um über die Landschaft zu reden. Da machst du einen Fehler. Du bist ganz offensichtlich gerade erst angekommen. Die örtlichen Sümpfe und Moore sind wirklich sehr interessant. Wenn hier jemand vom Weg abkommt, findet man ihn kaum wieder. Hm. Worauf willst du hinaus? Viele haben hier ihre Liebsten verloren. Manche ihre Frauen, andere ihre Töchter. Komm endlich zur Sache. Ciri, ihretwegen bist du gekommen, richtig? Sie war also hier. Sie kam vor einiger Zeit hierher, erschöpft, verwundet und stank wie ein nasser Hund nach einer Jagd. Wie ich erfuhr, kam sie aus dem Sumpf. War Foltest ein geiler Charakter, Chat? Für die Leute, die Teil 2 gespielt haben? Ich denke mal, oder? Sie sagte, Monster aus dem Wald hätten sie vor dem Dorf angegriffen. Geht? Oh, das war knapp. Ich muss hier weg. Ihre Teleportiermagie einfach so OP. Ja, voll bastet die Frau. Kannst wieder runterkommen. Gibt's keine weiblichen Hexer? Naja, Ciri ist quasi einer. Hallo. Aber sie wurde halt nicht. Hast du dich verirrt? So mutiert, ne? Wie es die Hexer eigentlich werden. Ah, ihr Charaktermodell von dem Kind sieht man auch gerne mal, ne? Ja, aber auch nur ein bisschen. Du meinst, du weißt, wo es lang geht? Nicht ganz. Noch nicht. Aber zusammen finden wir den Weg bestimmt. Was ist dir denn passiert? Das? Ist gar nichts. Wie bist du denn hierher gekommen? Mit meinem Vater. Ich sollte dem süßen Pfad folgen und essen, was ich mag. Er wollte warten. Also habe ich das gemacht.
Aber dann wollte ich einen Schmetterling fangen und kam vom Weg ab. Warum wollte dein Vater, dass du dem süßen Pfad folgst? Weil wir nichts mehr zum Frühstück haben. Oh nein, Chet, erinnert ihr euch? Nicht. Den süßen Pfad. Hab den Milchkrug zerbrochen. Oh mein Gott. Ich erinnere Deine mich. Eltern waren wohl wütend. So gottlos. Mutter fand, ich sollte Haue kriegen. Aber Vater sagte, es gibt sowieso zu viele Mäuler zu stopfen. Mich zum süßen Pfad zu schicken, wäre die Lösung. Der süße Pfad. Du und dein Vater. Wann seid ihr aufgebrochen? Heute früh. Hat die Sonne euch das Gesicht oder den Rücken gewärmt? Den Rücken. Dann müssen wir nach Osten. Komm, ich bring dich heim. Und ich sag deinen Eltern, dass sie keine Kinder im Wald verlieren dürfen. Wir können nicht heim. Hänsel und Gretel Kinder aussetzen. Der Wolfskönig und sein Rudel. Ja, hat so ein bisschen Vibes davon. Wölfe haben keinen König. Diese schon. Hast du ihn gesehen? Ja. Naja, von hinter einem Baum. Er war riesig, mit großen Augen und Zähnen. Und er war schrecklich fürchterlich. Schau, was ich auf dem Rücken hab. Wölfe fürchten es. Könige auch. Komm, ich helf dir hoch. Wenn ich mit ihr loote, habe ich das nicht bei Geralt, ne? Oder wenn ich jetzt mit ihr Sachen einsammle, die landen dann nicht bei Geralt im Inventar. Das wäre ja irgendwie unlogisch. Also brauche ich gar nicht looten hier. Hey! Oh mein Gott! Aber sie ist ja voll tanky, oh mein Gott! Geralt wäre schon fünfmal tot. Oh! Halt immer hinter die Gegner porten. Turbo bastet die Frau. Guck mal, die hat einfach von Haus auf, du kannst jetzt von Haus aus, eine höhere Gesundheitsregeneration als Geralt mit Schwalbe. Meiner könnte noch viel mehr. Lel. Komm. Absolut OP, die Frau. Schau mal, da ist etwas. Oh. Ui, oh Gott, oh Gott. Bleib hier. Geh nicht weiter. Aber... Nichts aber. Bleib hier. Ich muss mir was ansehen. Speichern? Ich speichere gleich, Mitch. Nicht ärgern dich. Blut unterlaufen, aber noch feucht. Noch nicht lange tot. Da spricht der Hexer in ihr. Lippen geöffnet? Boah, ihre Augen sind so heftig. Zunge zerbissen. Große Schmerzen vor dem Tod. Wie gut die Grafik ist, ne? Schaut mir ihre Augen. An sich. Das Remastered steht dem Spiel so gut. Oh. Brust zerschmettert? Lunge wohl von den Rippen durchbohrt. Etwas hat ihn gepackt und gegen den Baum geschmettert. Wo hat sie eigentlich diese grässliche Narbe her, Chat? In der Serie hat sie die noch nicht, ne? Hm. Das Bein abgerissen? Nein, abgebissen. Oh, das ist furchtbar. Bleib da und sieh weg. Hm. Was ist das? Kein Mark mehr. Interessant. Mal sehen. Oh, die Leber ist Ja, es weg. Gibt Waldschrate in dem Game. Warum willst du in Aber ganz Bauch? Wenige. Die sind ja unglaublich selten. Würdest du mal nach deinen Schnürsenkeln sehen?
Den Wolfskönig gibt es wohl wirklich. Aber er ist ein Werwolf. Oh, Werwölfe gibt's auch in dem Spiel, Chat. Es gibt fast alles. Was ist mit ihm passiert? Es gibt auch Vampire und so. Er hatte einen Unfall. Geister. Ja. Das war der Wolfskönig. Seit wann sind Kinder so schlau? Und was, wenn der Wolfskönig uns findet? Gute Frage. Ich habe kein Silber, aber kann Klingenöl machen. Doppler auch, ja. Öl? So wie wir es aus Rapsamen machen? Es gibt doch eine richtig geile Werwolf-Quest. Ein viel spezielleres Öl. Irgendwie so einer, der sich aus immer Hundeteig? Selber essen muss, Wolfsmann? Ne? Erinnert und ihr euch? Petersilie und Wolfsleber. Der war doch verflucht. Auch eine sehr geile Quest. Wolfskönig schlimme Schmerzen bereiten. Du bist klug. Woher weißt du so etwas? Von deinem Vater? Zyklopen gibt's auch, true. Nein, von meinem Onkel. Onkel Wesemir.